Anderle Bastelzeit und heute kümmern wir uns mal um ein kleines Problem, was die meisten Mikrocontroller haben, beziehungsweise die meisten Schaltungen, die man so bastelt. Und zwar der Stromverbrauch. Ja, der ist in vielen Fällen deutlich höher, als er sein müsste. Und das möchte ich dann jetzt mal ein paar Konzepte zeigen oder Möglichkeiten, wie man das in den Griff bekommen kann. Ich mache das Ganze hier am Beispiel vom ESP8266, hier auf so einem fertigen Node-MCU oder WMOS-Board. Wie man es nimmt, denn das ist ja das, womit die meisten, denke ich, basteln. Ist einfach praktisch, wenn man einen Programmieranschluss hat. Ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz vorne an. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier einfach mal Strom drauf geben? So, wir sehen schon, das Ding fängt an zu blinken. Jetzt doch. Und natürlich, es wird Strom verbraucht. Wie viel ist das? Na, wenn wir mit einem normalen Multimeter rangehen, dann sehen wir oben, wir sind jetzt bei 5 Volt Versorgung, also als ob wir USB eingesteckt hätten. Und da zieht er unten so um die 70, 72 Milliampere. Die kleine Schwankung, die ist relativ schnell zu erklären. Ja, bei 70 wird die LED aus sein, bei 72 ist die LED dann an. Wenn wir aufs Oszilloskop gucken, dann ist das nicht mehr ganz so einheitlich. Wir sehen jede Menge Spikes, die nach oben gehen, teilweise bis so 220 mA hoch. Allerdings sieht man auch sehr viel Rauschen da drin, das heißt, ich sehe die LED hier auch nicht. Am Ende kommen wir auf einen Durchschnittswert von irgendwie ja, 76, 74, also ungefähr in derselben Ecke, wie unser Multimeter hinten gesagt hat. So, 70 mA klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so wirklich viel. Wenn wir mal vergleichen, so ein Raspberry Pi, was sagt der? 1,5 Ampere. Sind wir hier natürlich deutlich drunter, aber naja, was, wenn wir das Ding mit einer Batterie betreiben wollen, dann macht das schon ein bisschen etwas aus. Und wenn wir mal durchrechnen, 70 mA, so eine normale Zelle, sagen wir mal eine Standardzelle, 2500 mAh-Stunden, 2500 durch 70, da bleibt nicht mehr ganz so viel übrig. Das mag okay sein, wenn man irgendwie das Gerät nur kurz immer benutzen möchte, aber wenn wir davon reden, irgendwie einen Sensor in die Pampa zu setzen, da möchte man doch etwas haben, das ein bisschen länger durchhält. So, das hier ist jetzt natürlich nicht ideal, weil die LED, die braucht irgendwie so ab und zu mal Strom und dann wieder nicht. Und allgemein, ich habe keine Ahnung, ob das Ding nicht vielleicht noch versucht, Wi-Fi zu machen. Das heißt, wir holen uns jetzt mal einfach einen ganz einfachen Sketch, gehen hin, machen die LED an, machen die LED aus. Dann schlafen wir für 10 Sekunden, dann gucken wir uns einfach mal davon den Stromverbrauch an. Dazu nehmen wir hier diesen Klassiker Hello World Sketch, da ist nicht wirklich was drin. Wir sehen im Setup, gehen wir hin und setzen die eingebaute LED auf Ausgang, sodass wir die auch steuern können. Und in der Loop gehen wir hin, machen die LED Low, 100 Millisekunden warten, High, 100 Millisekunden warten. Und dann sagen wir, wir machen eine Pause von 10 Sekunden. In dem Fall hier mit einem normalen Delay, so wie das auch in diesem Hello World Beispiel Blink Sketch auch gemacht wird. Und Delay wissen wir ja, das tut ja quasi nichts. So, Sketch hochgeladen, wir sehen die LED blinkt nicht mehr. Und was sagt uns der Strom? Tja, viel hat sich nicht geändert. Es schwankt immer noch so zwischen 70 und 72. Also, diese 2 mA plus minus war offenbar nicht die LED. Interessant. Und auch am Oszilloskop, die Spitzen sind die ganze Zeit noch da. Keine Verbesserung. Der Grund für den Spaß? Naja, auch wenn wir in unserem Sketch hier überhaupt nichts angegeben haben, er hat trotzdem die komplette WLAN-Engine, also die komplette WLAN-Funkmodul, ist trotzdem aktiv. Und er versucht auch Dinge zu tun. Das wollen wir nicht, deswegen machen wir hier die Zeilen noch dabei. Wir inkluden entsprechend den Wi-Fi-Treiber, sagen dann Wi-Fi bitte aus und Force Sleep Begin, also gehe definitiv in den Schlafmodus für dieses Wi-Fi-Modul. Wenn wir jetzt hier drauf schauen, geändert hat sich so erstmal nichts, aber naja, der Stromverbrauch, der hat sich geändert. Und zwar sind wir jetzt runter auf so 16,3, 16,4 mA, also deutlich unter dem, was wir eben hatten. Das heißt also, WLAN ausschalten bringt schon mal eine Menge, wenn man da das gerade nicht braucht. Und wenn wir einen Blick aufs Oszilloskop werfen, die ganzen Spitzen sind da auch weg und entsprechend haben wir hier deutlich weniger. Hier steht jetzt was von so 17,6, 18 mA, also ja, ungefähr selbe Ecke auch wieder und diesmal ohne diese Spikes. Das heißt, er läuft die ganze Zeit einfach so durch. Eine Sache haben wir aber noch, da können wir eine Menge noch verbessern. Denn momentan, wenn wir uns den Code hier anschauen, da unten sagen wir ja etwas von Delay 10.000, also 10 Sekunden. Das heißt also, 10 Sekunden lang wollen wir nichts machen außer warten. Das ist allerdings technisch ein bisschen anders, denn der Delay-Befehl,
Der heißt nicht, dass er jetzt quasi wartet und nichts tut, sondern der Delay läuft quasi in einer Schleife, bis das die Zeit rum ist. Die komplette CPU, also der Prozessor da drin, läuft also noch mit voller Leistung. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wenn wir sonst ohnehin nichts machen wollen. Das heißt also, es wäre noch eine Option, da ein bisschen was einzusparen, indem wir die CPU wirklich abschalten für 10 Sekunden. Dafür brauchen wir zwei Sachen. Und zwar zum einen brauchen wir ein zusätzliches Kabel. Was wir nämlich machen müssen, das ist den Pin D0 holen. Das ist der hier oben. Und den müssen wir verbinden mit RST, also Reset. Das wäre der hier. Warum? Naja, den ESP8266, den können wir tatsächlich komplett abschalten. Und der hat eine ganz kleine Uhr innen drin. Und diese Uhr kann nach einer gewissen Zeit den D0 schalten. D0 bringt uns aber nichts, weil der Rest schläft ja immer noch und deswegen die Verbindung zu Reset. Das heißt, wenn die Zeit rum ist und er in den D0 schaltet, dann resettet er das Ding und alles läuft von vorne wieder los. Ist jetzt für uns nicht ganz so problematisch, denn wir haben ja nichts an Variablen oder so, die wir behalten müssen. Wir wollen ja einfach nur die LED alle 10 Sekunden einmal kurz aufblinken lassen. Deswegen nehmen wir uns einfach mal diesen Code und spielen den drauf. Wichtig dabei, zum Aufspielen müsst ihr die Verbindung wieder auftrennen, sonst kann das Probleme geben. Also dauerhaft verkabeln bringt da nichts. Und ja, optisch hat sich immer noch nichts getan. Ab und zu blinkt halt unsere LED. Wir wollen ja gucken, was der Strom macht. Und der macht tatsächlich eine Menge, denn wir sind runter auf 1,3 mA. 1,35. Was war das? Er ist kurz hochgegangen, habt ihr das gesehen? Auf 11 mA. Ja klar, alle 10 Sekunden wacht er ja wieder auf und tut was. Und da kommt diese Spitze dann her. Und auch auf dem Oszilloskop können wir da das ungefähr sehen. Wir sehen hier, wir sind im Schlafmodus. Hier wacht er dann auf, macht irgendwas. Ich schätze mal, das wird der LED-Blink sein, hier der kurze. Und dann geht er wieder runter. Ist dann aber eine relativ lange Zeit. Das sind, was sind das? 100, 200, etwa 300, knapp über 300 Millisekunden. Ist er noch auf einem eher höheren Level. Und dann geht es erst in den ganz tiefen Schlafmodus. Ich werde jetzt dieses Blinken und Aufwachen und so mal rausnehmen und nur noch den Deep Sleep machen, denn ja, das ist ja den wir lange Zeiten entsprechend haben. Das ist der, den wir weiter optimieren wollen. So, wenn wir aufs Oszilloskop gucken, das Ganze ist jetzt eine schöne flache Linie, die ganze Zeit bei 1,26, sind keine Ampere, sind Milliampere, nicht verwirren lassen. Und ja, ich denke, damit können wir jetzt erstmal weiterarbeiten. Und auch am Multimeter 1,29. Das ist ja ungefähr das, was wir eben auch hatten. Aber, was haben wir denn auf dem oberen Multimeter die ganze Zeit eigentlich stehen gehabt? 5,00, 5 Volt. Wir haben also das Ganze quasi per USB versorgt. Wie funktioniert das? Denn der ESP ist ja gar kein 5 Volt IC. Na, dafür ist der Kleine hier verantwortlich. Das ist der AMS11173,3. Das ist ein Linearregler, der macht aus 5 Volt, die wir reingeben, 3,3 Volt, die rauskommen. Mit diesen 3,3 Volt wird der ESP und der ganze Rest hier betrieben. Eigentlich eine ganz praktische Sache, hat aber einen gewissen Nachteil. Der 1117, sagen wir mal, das ist ein Bauteil, das setzt man ein, wenn man günstig produzieren will. Nicht, wenn man unbedingt energiesparend produzieren will. Das Problem an der Sache, der 1117 hat einen relativ hohen Ruhestrom. Das heißt, wenn der ESP selber wenig Strom verbraucht, der 1117, der braucht doch ein bisschen mehr noch. Wie können wir das jetzt umgehen? Ja, wir umgehen einfach den 1117. Das heißt, wir speisen keine 5 Volt ein, sondern speisen direkt 3,3 Volt oder hoch bis 3,6 Volt für den IC hier direkt in die Schiene ein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Mit Lithium-Akkus geht es zum Beispiel leider nicht so ganz. Da braucht man dann weiterhin einen Linearregler. Sollte man dann halt einen anderen holen, der einen sehr geringen Ruhestrom oder Crescent Current, wie auch immer man das ausspricht, hat. Damit kann man dann nochmal ein bisschen sparen. Ich gehe jetzt einfach hin, stelle meine Stromversorgung auf 3,3 Volt ein, speise die ein und dann gucken wir nochmal, wie sich dann das Ganze verhält, ob man dann weniger Strom benötigen. So, 3,3 Volt sind eingestellt. Jetzt dürfen wir das natürlich nicht mehr in VIN anschließen, sondern wir müssen an einen 3V3 oder VCC-Pin, je nachdem wie es bei euch beschriftet ist, wenn wir das tun, sollte eigentlich alles laufen. Was sagt der Strom? Naja, 1,28, 1,29. Das ist auch nicht ganz so toll, ne? Jetzt stellt sich aber natürlich eine Frage. So, 1,3 mA.
Ist schon mal deutlich weniger als das, was wir hatten, aber irgendwie, wenn wir so mal Datenblätter und Internet durchstöbern, da steht irgendwas von so, keine Ahnung, 20, 30, 40 Mikroampere. Da sind wir irgendwie deutlich drüber und wo kommt das denn jetzt her? Naja, die Angabe ist natürlich nur für den ESP8266. Wir haben hier noch ein bisschen mehr. Wir haben den Speicher und wir haben vor allen Dingen diesen USB auf Seriell-Konverter. Die brauchen natürlich auch noch entsprechend Strom. Deswegen ist es eventuell, wenn ihr was Batteriebetriebenes bauen wollt, sinnvoll, ein anderes ESP-Modul zu verwenden oder bei Arduinos einen anderen Arduino, der kein USB on Board hat oder USB in der CPU hat. Bei ESPs wäre es zum Beispiel sowas wie ESP12 oder ähnliches. Das hat natürlich den Nachteil, dass das Programmieren ein bisschen nerviger wird, aber dafür ist der Stromverbrauch geringer. Den Speicher können wir hier leider nicht wegkürzen. Beim ESP8266 geht das nicht. Bei anderen ESP-Chips oder beim Arduino braucht man den Speicher nicht. Das heißt, das kann da auch eine Lösung sein. So, ich persönlich, mich würde jetzt mal interessieren, was frisst denn der USB-Wandler? Das heißt, ich werde den jetzt einfach mal ablöten und dann gucken wir mal, ob mal von diesen 1,286 oder 287 mA entsprechend noch runterkommen, wie viel denn diese Programmiermöglichkeit überhaupt ausmacht. Also jetzt ohne den USB-Konverter und den Linearregler hier. Und was soll ich sagen? 16,3 Mikroampere. Wir sind hier also deutlich unter den 20 Mikroampere, die man tatsächlich so im Internet liest. Wir sehen jetzt hier auch, er steigt jetzt, 17,5 haben wir inzwischen. Ich gehe mal davon aus, das Board war noch warm vom Löten, dass jetzt da was abkühlt und dadurch mehr Strom benötigt bei so kleinen Strömen. Da ist dann auch die Außentemperatur entsprechend dann noch ein Faktor, der damit reinspielt und jede Menge andere Sachen. Aber sagen wir mal, wir rechnen mal irgendwie so mit 20, das ist eine schöne runde Zahl. Dann rechnen wir gerade noch mal durch mit diesen 20 Mikroampere, also 0,02 Milliampere im Durchschnitt. Und da sehen wir hier 14,25 Jahre bei einer 2500 Milliamperestunden Lithiumzelle zum Beispiel. Das ist schon mal ganz ordentlich, auch bei kleineren Akkus. Sagen wir mal, was weiß ich, AAA-Batterien, die wären irgendwo so bei 1200, wären immer noch 6,5-7 Jahre so um den Dreh, die wir damit laufen können. Und selbst mit einer Knopfzelle, so einer CR2032, immer noch über ein Jahr. Das ist schon nicht schlecht, aber kriegen wir noch besser hin. Und es ist tatsächlich nicht nur der USB-Anschluss. Denn ich habe gerade mal den AMS nochmal draufgelötet und wenn wir rüberschauen, dann sind wir da jetzt wieder bei 1 mA. Es scheint also irgendeine Rückwärtsspannung durch den AMS zu sein, der da so viel Strom verbrät. Okay. So, aber ich hatte ja schon gesagt, ich möchte das Ganze irgendwie anders regeln. Zumal, hier ICs ablöten ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie wir das hier in den Griff bekommen können und den Strom noch weiter drücken können. Und zwar extern. Und dafür habe ich hier diese Platine designt. Das ist, ja, wie man unschwer erkennen kann, so ungefähr wie ein 8-Pin-Dip-Gehäuse aufgebaut. Was wir hier drauf haben, das ist ein kleiner RTC. Und auf der Unterseite, da haben wir ein paar Transistoren. Und die zusammen, die geben so ein kleines Stromsparmodul. Die Technik, die dahinter steht, die habe ich schon mal in einem anderen Projekt genutzt. Nämlich bei meinem Soundbutton. Da hatte ich schon so gebaut, dass der ESP nie Strom hat, es sei denn, man drückt einen Knopf. Der hier kann dasselbe. Man kann auch hier einen Knopf anschließen und erst wenn der gedrückt wird, schaltet sich hier die Stromversorgung für den an und entsprechend ist der Stromverbrauch bei nahe Null. Eventuell ein bisschen Leckspannung beim Transistor. Der hier hat aber noch etwas mehr, nämlich der IC hier oben, den wir gesehen haben und der eine oder andere wird es schon gedacht haben bei jeder schönen Kanne. Hier ist eine Echtzeituhr mit drauf und das hat gleich zwei Vorteile. Zum einen, wir haben eine Echtzeituhr, das heißt, wir können jederzeit, solange wir den Strom nicht ausschalten, im ESP nachgucken, welche Uhrzeit wir haben. Normalerweise kann der das ja nicht. Aber das zweite, wir können hier drin einen Wecker stellen. Bei meinem vorherigen Design mit diesem Taster war es nämlich wirklich so, nur wenn der Taster gedrückt wurde, konnte der ESP anschalten. Das heißt aber auch zum Beispiel, wenn wir hingehen und wollen einen Sensor haben, dann wollen wir vielleicht nicht nur, wenn ein Sensor, sagen wir mal, wenn die Tür aufgeht,
eine entsprechende Nachricht senden, sondern sagen wir mal, wir wollen auch alle paar Stunden mal zu den aktuellen Batteriezustand übermitteln. Und das ist dann hiermit dem möglich. Hier können wir ja einen Wecker stellen, können sagen, okay, pass mal auf, in X weck mich dann mal auf. Und genau das wird er dann machen. In X schaltet er die Stromversorgung ein und entsprechend der ESP kann dann darauf reagieren. Um das nutzen zu können, muss man sowohl in der Hardware als auch in der Software ein bisschen was machen. In Hardware müssen wir dafür sorgen, dass der hier nicht mehr direkt am Pluspol hängt, sondern entsprechend der Pluspol hier drüber geschleift wird, sodass wir hier den ein- und ausschalten können. Der Minus geht durch, das habe ich extra gemacht, da wir bei vielen Sachen ja gegen Minus schalten. Das ist ein bisschen nervig ansonsten. Und was wir Minimum machen müssen, ist einen Pin hier opfern, sodass wir vom Mikrocontroller aus im Code direkt hier dem Modul sagen können, okay, lass jetzt bitte den Strom an, ich bin noch am Arbeiten und dann irgendwann können wir hier mit dem dann wieder ausschalten. Wenn wir die Weckerfunktion nutzen wollen, dann ist das Ganze per I2C gelöst, das heißt auch die zwei Pins müssen wir dann entsprechend hier rüberbringen, sollte aber, denke ich, kein Problem sein. So, ich suche mal gerade noch das Pinout raus, dann können wir auch den anklemmen. So, also erstmal um die Stromversorgung kümmern. Ich habe jetzt hier den Plus an den VIN gesetzt, den Minus auf Ground und von dem Ground geht es auch direkt weiter an den Mikrocontroller. Das ist direkt durchverbunden. Was nicht durchverbunden ist, ist der Plus. Der läuft nämlich hier auf diesen Pin, Pin 1. Das ist der V-Bus bzw. der Ausgangspin, an dem geschaltet wird. Hierso ist das prinzipiell schon so halb nutzbar. Wenn wir jetzt einschalten würden, würde nichts passieren, es sei denn, wir drücken den Switch-Pin. Das wäre die hier. Den müssten wir gegen Ground ziehen, dann würde das Ding einschalten, aber nur solange wir gegen Ground ziehen, denn bisher hat der Mikrocontroller noch keine Möglichkeit, dem Chip hier zu sagen oder der Schaltung, ja, bitte bleib an, ich bin noch am Arbeiten. Um das zu erlauben, holen wir hier unten den Pin, das ist der On-Pin und den müssen wir auf einen beliebigen GPIO legen. Ich nehme jetzt hier mal einfach D1, müssen wir gleich natürlich noch in der Software passend einrichten und ab diesem Zeitpunkt hätten wir im Prinzip die Verbindung soweit hergestellt, sodass wir zumindest mal auf einen externen Trigger da reagieren können. Ich mache mal gerade eine Software dafür fertig und dann können wir direkt testen. So, was sich beim Code ändert, das ist erstmal hier die Zeile 7 und 8. Wir gehen hin, holen diesen Powerpin, das ist bei mir jetzt D1, setzen den als Ausgang und machen den High. Das passiert direkt am Anfang vom Setup, das heißt also quasi so schnell wie möglich. Einfach mit dem Hintergrund, naja, wenn derjenige loslässt, bevor wir High gesetzt haben, dann würde der Strom ja ausgehen und wir könnten entsprechend nichts mehr machen. Ab diesem Zeitpunkt in Zeile 8 bleibt die Stromversorgung an, solange wir das wollen. Das heißt, wir können jetzt hier in Ruhe hingehen, unsere LED blinken lassen oder was auch immer. Und in Zeile 21 gehen wir hin und setzen diesen Power-On wieder auf Low, den Pin D1. Und damit signalisieren wir, wir sind jetzt fertig, du kannst uns den Strom hier ausschalten. Und wenn wir auf die Messgeräte gucken, knapp über 10 Mikroampere haben wir jetzt bei 3,3 Volt. Und das, obwohl wir an dem ESP selber nichts umgelötet haben. Das heißt, der AMS ist im Moment auch noch drauf. Ist zwar ehrlich gesagt ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte, aber hey, 10 statt 20 Mikroampere ist immer noch halbierter Stromverbrauch, also doppelte Akkulaufzeit. Und schauen wir mal, ob das Ganze noch geht. Ich habe hier ein entsprechendes Kabel, was gegen Ground ist. Das mache ich jetzt hier auf den entsprechenden Einschaltpin und lasse noch drin. Man sollte eigentlich hier die LED leuchten oder blinken und Überraschung, die LED blinkt. So war das ja auch geplant. Und sobald wir wieder loslassen, ist das Ding wieder aus und ja, die Stromversorgung, der Strom, der fließt, geht wieder runter. Nun wollen wir aber nicht nur einen manuellen Schalter haben, sondern das Ganze auch zeitgesteuert machen. Dafür habe ich eben ja schon gesagt, brauchen wir die I2C-Pins. Die habe ich dann hier schon mal geholt und an den Mikrocontroller dran gesteckt. Das heißt also zwei Pins mehr. Und auch das müssen wir natürlich in Software machen. Um die Software ein bisschen angenehmer bedienbar zu machen und nicht zu viel Chaos ausbrechen zu lassen, habe ich eine eigene Library geschrieben, um das Ding dann zu steuern. Das ist die micropov oder upov.h. Was wir dann machen, ist ein neues Objekt anlegen und gucken wir uns den Code mal an, den wir hier haben. Fangen wir im Setup an. Das hier ist schon mal die wichtigste Zeile. Das ist upov on. Und was wir jetzt machen können, ist entweder nur sagen D1, das ist gleich mit dem, was wir eben hatten. Er würde jetzt D1-Pin auf High setzen, um den Strom anzuhalten. In dem Fall hier gebe ich noch die beiden hier an,
Das ist dann, wenn wir hier gucken, SDA und SCL. Also SDA ist auf D3, SCL ist auf D2. Das ist jetzt für den ESP8266. Bei anderen Controllern, wo es sich nicht einstellen lässt, gibt man einfach True mit. Dann würde er die Standardports benutzen für I2C. Das Ganze gibt dann auch was zurück. Das ist Reason, ein boolscher Wert, also einfach True oder False. Das ist True, wenn die Zeit das Ding hier geweckt hat. Und False, wenn es ein manuelles Wecken war. Da sollte man sich nicht zu sehr drauf verlassen. Das ist nicht so 100% zuverlässig. Beim ersten Einschalten zum Beispiel, wenn man den Strom frisch anmacht, dann ist die Uhr noch nicht initialisiert. Dann meint er, die Uhr hätte das Ding geweckt, obwohl es manuell war. Und auch sonst, wenn man manuell weckt und gleichzeitig die Uhr auslöst, dann kann es schon mal sein, dass die Uhr gewinnt. Aber ja, prinzipiell, man kann grob erkennen, warum das Ding aufgeweckt ist. Das nächste ist ein bisschen Anti-Bullshit. Und zwar gucke ich nach Is Valid. Also ist hier diese Uhr überhaupt gerade richtig gestellt? Ist da eine sinnvolle Uhrzeit drin? In dem Fall hier mit False. Die Uhr hat einen internen Prüfer, der eine Flex setzt, wenn zu wenig Spannung da war, um zu signalisieren, okay, ich hatte zwischenzeitlich mal nicht genug Strom, die Uhrzeit ist nicht mehr zuverlässig. Diese Flex ist bei meinem Modell irgendwie ständig gesetzt. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwelche Störungen reinhauen in die Echtzeituhr oder ob es vielleicht vom Chip kommt. Das hier ist eine chinesische Variante, da weiß ich nicht, wie gut die funktioniert. Vielleicht, dass da auch ein Fehler drin ist. Deswegen habe ich das hier mal ausgeschaltet. Wenn aber da Blödsinn drin steht, also zum Beispiel als Monat irgendwie 42, dann würde dieses hier ausgeführt, der würde die Zeit setzen und zwar auf den 2. Februar 2020, 2.02 und 2 Sekunden. Sollte man sinnvollerweise natürlich von einer sinnvolleren Quelle machen, also irgendwie einen NTP-Client dann anwerfen oder sowas, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber hier so steht zumindest irgendwas drin, womit wir arbeiten können. Dann gehen wir weiter zu Loop. Da mache ich jetzt mein normales Programm, das heißt, ich benutze die interne LED vom Board und je nachdem, was uns aufgeweckt hat oder was wir meinen, was er aufgeweckt hat, wenn die RTC uns aufgeweckt hat, also zum zeitgesteuertes Wecken ist, blinkt da ein paar Mal. Andererseits, wenn es manuell ausgelöst wurde, dann leuchtet es nur einmal lange. Danach kommt diese Zeile hier, MicroPoff off 15 heißt, weck mich bitte in 15 Sekunden nochmal. Diese 15 Sekunden, die können sehr groß werden. Da gibt es ein paar Sachen, die so ein paar Schwellwerte, wo sich Dinge ändern. Das wird aber hauptsächlich in der Library abgefangen. Grob gesagt, alles unter 240 Sekunden, also 4 Minuten, ist theoretisch sekundengenau. Mit einem 1-Hertz-Timer wird das realisiert. Wenn es da drüber geht, bis 240 Minuten, also 4 Stunden, läuft das Ganze mit einem Timer, der eine 60stel Hertz benutzt, also eine Minute. Das heißt also, wenn man gesagt hat, okay, weck mich bitte in 9,5 Minuten, dann würden das so eher 10 Minuten oder 9 Minuten werden. Das ist dann also nicht mehr ganz so genau. Und wenn es über 4 Stunden geht, dann macht das über eine interne Uhr. Die kann aber sogar auf Tage gehen. Also ich habe es jetzt nicht groß getestet, aber theoretisch müsste sogar machbar sein, weck mich bitte einmal die Woche. Müsste man halt nur hier in Sekunden umrechnen. Der geht dann entsprechend hin, dieser Befehl. Setzt die Echtzeituhr passend, also entweder einen Timer oder einen Alarm, was gerade passt. Und am Ende geht das Ding dann auch hin und schaltet dann diesen einen Pin hier aus, den wir definiert haben. Das heißt also, zieht ihn auf Low. Und zur Sicherheit, je nachdem, was für ein Chip da gerade da ist, versucht er auch in Deep Sleep zu wechseln. Für den Fall, dass das nicht funktioniert mit dem Abschalten, dass wir wenigstens nicht so viel Strom verbrauchen. So, dann schauen wir doch mal, ob das Ganze funktioniert. Und ich starte manuell. Wir sehen, die LED leuchtet. Er ist jetzt wieder schlafen gegangen. Hat jetzt eine Sekunde geleuchtet. Okay. Das heißt, ab jetzt 15 Sekunden. Und hier sehen wir jetzt, er blinkt kurz, legt sich wieder komplett schlafen. Und das ist genau ja das, was ich haben wollte. Das heißt also, das Ding ist quasi ohne Strom, immer für 15 Sekunden und dazwischen
kann er immer mal wieder aufwachen, irgendwas tun. Aber natürlich jederzeit auch zwischen den 15 Sekunden, warten wir gerade nochmal ab, bis wir die durch haben. Da hat es gerade geblinkt. Und wir können aber jederzeit noch sagen, okay, manuell bitte. Und dann leuchtet jetzt die Sekunde. Und das können wir jetzt auch auf dem Oszilloskop gucken. Wir haben hier, wo er einschaltet, den kurzen Moment. Dann haben wir hier das dreimal Blinken. Man sieht die LED zwar nicht, aber das ist alles hier in dem Bereich. Und dann gehen wir wieder hier auf dieses ursprüngliche Level mit dem ganz tiefen Schlafmodus. Also, die Schaltung hier scheint zu funktionieren und sie scheint auch genau so zu funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Was jetzt ehrlich gesagt verwunderlich ist. Ich meine, klar, die Transistorschaltung, okay, die hatte ich ja schon in meiner Soundbox in Verwendung. Das funktioniert, das war schon soweit zu erwarten. Aber auch die RTC hat beim ersten Mal funktioniert. Das hier ist zwar nicht die erste Revision, ich hatte vorher schon mal so ein Board gebaut, hab's aber ehrlich gesagt nie getestet, sondern direkt festgestellt, ja, Moment, das ist ein bisschen doof, das passt nicht auf ein Breadboard und ist auch ein bisschen groß, wenn man irgendwo einen Sensor machen will. Hatte dann angefangen, das hier schon mal zu designen. Das ist auch ein bisschen fies zu löten, weil 0402, das ist schon sehr, sehr klein. Also zumindest so für den Hobbybereich ist das etwas, was man normalerweise nicht tut. Aber ich wollte es halt auf dieses schöne DIP 8 IC-Paketsgröße bringen. Und da kam ich dann so nicht drum herum. Und ja, ich hatte das Design schon fertig, war gerade für ein anderes Projekt was am Bestellen und hatte noch was Platz da, so portotechnisch, also ja, direkt mitbestellt, ohne dass ich den vorherigen Prototyp wirklich mal getestet hätte mit der RTC. Und ich habe es dann auch direkt mal eskalieren lassen, das ist dann hier so ein schönes Panel geworden. Das Fiese ist, das Board ist zu klein, da gehen leider keine V-Grooves, also keine Fräsungen zum Auseinanderbrechen, deswegen hatte ich dann hier so Cutouts reingemacht, also einfach Slots fräsen. Da kam dann, ich hatte es wieder bei JLC bestellt, kam von denen die Info, ja, nee, das sind ein bisschen viele Fräsungen, da müssen wir extra berechnen. Hab denen dann geschickt, okay, gut, dann komm, lassen wir die Fräsungen weg, ich mach das selber hier, neue Datei ohne Fräsungen, passt schon. Und dann kam es mit Fräsungen an, obwohl ich nichts bezahlt habe. Okay, gut, ja, dankeschön, denke ich. Und ich habe jetzt hier den Prototypen einfach per Hand fertig gelötet, aber habe auch noch irgendwo ein Stencil liegen. Mal gucken, ob ich hier so ein Panel dann mal am Stück mache, weil das ist halt ein Modul. Das kann man an vielen Stellen, denke ich, ganz gut brauchen. Wie üblich, ja, es gibt da natürlich immer noch so ein paar Dinge, die gut gelaufen sind, die schlecht gelaufen sind. Also was gut gelaufen ist, wie schon gesagt, hat beim ersten Mal quasi funktioniert. Und ich kann im Prinzip alles dahinter hängen. Ich kann ein ESP, hier so ein Node-MCU dahinter hängen, muss da nichts modifizieren, um den Strom runterzukriegen. Ich kann aber auch, da wir ja die Plus-Schiene komplett abschalten, alle Sensoren, die hinten dran sind, wenn sie nicht dauerhaft Strom haben müssen, einfach mitkillen. Thema gegessen, die brauchen dann auch keinen Strom mehr und ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich Sensoren hole, die einen geringen Standby-Strom haben oder ähnliches. Was nicht so toll ist, naja, zum einen 10 Mikroampere ist wie gesagt ein bisschen höher, als ich erwartet hätte. Die Echtzeituhr steht nochmal kleiner drin. Ich muss nochmal gucken, vielleicht, dass da irgendwie über Widerstände was abfließt oder dass die Transistoren, die ich verbaut habe, das sind halt die günstigsten dieser SI2301 und 2302 müsste das sein, dass die vielleicht so einen hohen Leckstrom haben. Das kann alles durchaus sein. Es ist noch in einem Bereich, wo ich sagen würde, das ist für meine Zwecke erstmal ausreichend. Da mache ich jetzt keinen großen Aufwand. Was mich schon ein bisschen mehr genervt hat, ist, ja, ihr habt da die Widerstände eventuell bemerkt. I2C braucht ja Pull-Ups, da war was. Der ESP hat zwar welche intern, aber die sind zu schwach, also das sieht dann hier so aus. Das ist kein sauberes Signal, da kann ich nicht sinnvoll die RTC auslesen, das war nicht zuverlässig. Externe Pull-Ups sind nötig. Müsste ich mal schauen, vielleicht kriege ich die noch irgendwie, wenn ich nochmal eine Revision machen sollte, irgendwo unter. Mach die direkt aufs Board mit drauf. Das wäre halt noch so eine Sache, die ganz gut wäre. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, die RTC besser zu entkoppeln. Momentan hängt sie halt einfach nur an VCC damit dran. Man könnte hingehen, könnte von VCC eine Diode holen und dann nochmal einen großen Kondensator da drauf machen. Irgendeinen größeren Kerkhoff, 1 oder 10 Mikrofarad. Einfach um da nochmal ein bisschen Puffer reinzukriegen für den Fall, dass durch das Einschalten mal mehr Strom gezogen wird und da die Betriebsspannung ein bisschen absackt.
Prinzipiell bin ich aber zufrieden. Das Ding wandert dann jetzt in meine Sensoren, sodass die wenig Strom verbrauchen, aber trotzdem so einmal am Tag oder so Bescheid sagen können. Jo, bin noch da, mein Funk funktioniert noch und ja, mein Akku, der hat auch noch genügend. Also bis morgen komme ich noch, so nach dem Motto. Dann habe ich da ein bisschen besseren Überblick darüber, was hier noch so rumschwirrt und wo ich eventuell mal drauf gucken sollte, weil irgendwas nicht mehr funktioniert. Dann sind wir mal ehrlich, eben hatte ich ja das Beispiel genannt, irgendwie Türsensor, der auslöst, wenn eine Tür auf und zu geht. Naja, wenn die Tür halt irgendwo in der hintersten Ecke vom Haus ist, da geht im Zweifelsfall auch mal irgendwie über Wochen keiner rein. Wenn in der Zeit der Akku leer geht, ja, Pustekuchen. Das kriegt mit meiner alten Methode halt keiner mit. Und hier so melden sie sich dann regelmäßig. So, ich habe jetzt natürlich noch ein paar von denen zu löten. Wenn ihr das nachbauen wollt, Pläne und die Library sind natürlich auf GitHub zu finden. Link wie immer in der Beschreibung. Und mit etwas Glück könnt ihr es dann nachbauen und es tut dann auch bei euch hoffentlich, was es soll.